Servus und herzlich willkommen hier bei Sunday Sim, die Simulationsspielreihe. Jeden Sonntag ein neues Video. Heute sind wir wieder im Tourismus Simulator unterwegs, zum zweiten Mal jetzt schon. Guten Morgen, Fuerteventura, sage ich nur. Nur da hinten kommt gerade auch ein Flugzeug, was neue Urlauber auf die Insel bringt. Wir sind hier am Airport und fahren eine etwas längere Linie heute mit unserem MAN Bayern City. Lions Coach natürlich, City wäre der Stadtbus. Und ich zeige euch mal kurz, wo wir heute entlang fahren. Wir starten, wie gesagt, hier oben am Flughafen und werden dann einmal einen Halt machen in Castillo Caleta de Fuste. Dann werden wir die Küste entlang fahren bis nach Gran Tarajal. Dann werden wir hier in Cabildo de Fuerteventura halten. Dann geht es weiter nach Tarajalejo und dann nach La Lajita. Dann machen wir einen kleinen Ausflug nach La Pared und dann die Endhaltestelle in Costa Calma. Theoretisch würde die Strecke auch noch zurückgehen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange diese Strecke schon dauern wird. Auf jeden Fall ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit euch zurückfahren. Das dauert so lange. Mal gucken, wie lange es überhaupt dauert, bis wir in Costa Calma sind. So, wunderbar. Da haben wir unseren Bus. Würde ich sagen, steigen wir ein. Machen erstmal das Licht an, beziehungsweise die Zündung. Den Motor. So, dann können wir einmal das Licht auch anschalten, die Klimaanlage, und dann schauen wir auch mal noch ganz kurz hier, ob alles an ist. WC-Freigabe ist ein, WLAN-Freigabe ist ein, das passt also alles. Fahrgastmonitor können wir noch einschalten, das Fahrgastlicht wäre noch ganz toll, vor allem weil wir hier gerade im Dunkeln ja starten. Dann kann ich gerade mal gucken, wo man das noch gleich anschalten kann. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Fahrerfenster, Fahrerlicht, Zielanzeige. Ne, da war es gar nicht. Okay, Fahrerlicht, das ist unseres hier. Das brauchen wir gar nicht. Wo ist es denn? Hier vielleicht? Ne, auch nicht. Vielleicht war es dann doch hier da mit hin. Ich habe es gar nicht gesehen. Ah ja, hier, Fahrgastlicht. Jetzt ist es auch an. Wir haben auch schon einige Fahrgäste an Bord. Und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Wunderschön hier der Sonnenaufgang. Ja, der Wendekreis ist schon verrückt. Es war ganz schön eng hier, einmal um diesen kleinen Kreisverkehr rum hier am Busbahnhof. Ich habe mir heute mal wieder vorgenommen, möglichst wenig zu quatschen, damit ihr einfach hier die ganze Soundkulisse und die Atmosphäre mitnehmen könnt. Wenn natürlich irgendwas Größeres passiert, dann werde ich was dazu erzählen oder wenn mir irgendwas Interessantes noch einfällt, was ich noch nicht erzählt habe. So, jetzt muss ich gerade kurz cutten. Sorry, ich habe versehentlich die Maussteuerung aktiviert und dann ging es kurz hin und her. Jetzt passt wieder alles. So, okay. Möchte er uns hier Vorfahrt gewähren? Kann er natürlich gerne machen.
versuche auf jeden Fall relativ zügig zu fahren und gleichzeitig, dass wir uns hier an die Gegebenheiten halten, an die Verkehrsregeln halten. Aber es wird, wie gesagt, eine sehr lange Strecke werden, deshalb versuche ich da auch möglichst zügig und realistisch trotz allem noch irgendwie durchzukommen. Es vergeht immer ein bisschen Zeit. Da muss man immer ganz schön außen rumfahren. Aber jetzt ist es schon ganz schön hell geworden. Es geht sehr schnell hier, der Sonnenaufgang. Und dann sieht man auch wieder, wie dreckig unser Fenster ist. Ich glaube, wir sollten mit unserem Bus mal in die Waschanlage fahren. Besten Wege gleich Castillo, Caleta del Fuste oder wie es heißt, zu erreichen. Den ersten Ort, die erste Haltestelle hier nach dem Flughafen. Noch ist auch nicht so viel los auf den Straßen von Fuerteventura. Aber das wird sich sicherlich noch Fuerteventura. Cut. Hier sind schon ein paar Leute, die wollen aber nicht mit uns mitfahren. Die sind gerade hier wahrscheinlich beim Restaurant und warten, bis es öffnet zum Frühstück. Und wir sind mittlerweile angekommen hier bei der ersten Haltestelle. Hallo, guten Morgen. Buenos dias. Servus. Buenos dias. So, haben wir alle an Bord? Wunderbar. Dann kann es auch schon weitergehen. Plötzlich sind auch lauter Fahrzeuge hier unterwegs. So, der muss kurz auf uns warten. Ganz knapp hier rum. Rechts gibt es eine Soul-Massage.
Schatten schaut auch cool aus von unserem Bus. Ha! Da hatte ich wohl noch einen Auftrag, der jetzt gescheitert ist. Vermutlich habe ich da versehentlich einen meiner drei Busse, die ich mittlerweile hier besitze im Spiel, in die Werkstatt gegeben, in die Reparatur gegeben. Und deshalb ist jetzt hier ein Auftrag gescheitert, weil den einer der Mitarbeiter ausführen hätte sollen. Das ist natürlich jetzt blöd. Hoppala. Muss ich da mal ein bisschen besser aufpassen. Also nur damit ihr wisst, wovon ich rede, kann ich euch das kurz zeigen. Hier im Schichtplan, wo wir vorher auch kurz drauf geguckt haben, da sehen wir die sämtlichen Zuordnungen. Ja, da kann man eben entsprechend die Aufträge, die man schon selbst gefahren ist, auch an Mitarbeiter vergeben. Und offensichtlich habe ich da ein bisschen was verhauen. Naja, aber der Rest sollte passen. Heute Costa Calma Morojable fährt eine Kollegin, die Jolene, mit einem anderen Bus. Das passt. Und dann ist das nächste erst morgen, beziehungsweise am 4.7. und am 7.7. Hier wäre noch ein Shuttle-Service. Ach ja. Ah, das könnte sein, dass hier was schief ging. Ja, das wäre auf jeden Fall heute 12 Uhr. Das funktioniert dann auch. Dann am 5.7. jeweils. Dann war wahrscheinlich heute Morgen um 7 oder 8 Uhr eben auch etwas, was hätte erfüllt werden müssen. Und da ist das Fahrzeug wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung gestanden. Ja, mein Fehler. Naja. Gut, Aufträge sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen in diesem Imperium hier auf Fuerteventura, aber naja, wir versuchen jetzt unser Bestes, um zumindest diesen Auftrag hier ohne Unfälle oder Probleme zu Ende zu bringen. Der hatte gerade einen richtig heftigen Drift hier im Gegenverkehr und wir sind hier auch fast aufgesetzt und das bei gerade mal 60 km/h. Die Straßen sind hier schon echt verrückt gestaltet. Passagiere werden auf jeden Fall gehörig durchgeschüttelt.
Aber es soll ja auch ein Erlebnis sein, hier zu fahren und mitzufahren. Ich bin einmal auf den Kanarischen Inseln ebenfalls mit dem Bus unterwegs gewesen. Auf Gran Canaria war das, glaube ich, mal. Und da war ich noch ein bisschen jünger. Ich kann mich da auf jeden Fall dran erinnern, dass das sehr spannend war. Und sehr zügig war und die ein oder andere Vollbremsung auch inkludiert hat. So, wir sind kurz vor Gran Tarajal. Große Strände gibt es hier wohl auch, Grandes Playas. So, jetzt zeigt es da gar nicht die Haltestelle irgendwie an, da vorne auf der Karte, aber das müsste ja eigentlich hier sein. Ja, das ist vielleicht nur ein kleiner Fehler. So, die Damen stehen hier aber auch ein bisschen ungünstig, wenn ich das mal so kurz anmerken darf. Buenos dias, moin, servus, hallo. Ja, salü. Hi. Hi. Buenos dias. Wunderbar, wäre das auch abgehakt. So, nachdem die Zeit ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich sagen, wir fahren jetzt noch bis... fahren wir doch bis nach Cabildo de Fuerteventura und da starten wir dann einfach noch ein zweites Video, würde ich sagen. Ich möchte euch jetzt nicht hier durch 40 Minuten Busfahrt mit mir quälen, sozusagen. So, jetzt wird's eng. Ja, was machen wir jetzt hier? Fahren wir geradeaus, das macht es wahrscheinlich nicht besser. Hier ein enger Parkplatz, aber da kommen wir gerade noch rum, wenn wir den Radstein mitnehmen. So, aber auch hier kommt Gegenverkehr. Einen nach dem anderen abwarten müssen. So, Hürde 1 geschafft. Wie kommen wir jetzt hier nach links raus? Es ist gerade richtig viel los. Ja, das war jetzt nicht schlau. Lieber Herr Sprinter. So, ich glaube, wir trauen uns jetzt einfach hier rauszufahren. Ja, und das gibt den Unfall. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hier so eng einschlägt. Ja, das war nicht gut. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wie wir uns hier wieder rausmanövrieren können. Weg hier, bevor es zu weiteren Berührungen kommt. Hier müssen wir jetzt auch komplett über den Randstein gleich fahren.
Aber das wird schwer, denn da ist ein Pfosten. Eieiei, Leute. Wir kommen hier nicht so wirklich voran, wenn es so weitergeht. Gerade noch abwarten, vielleicht ist dann nach dem Transporter da hinten ein bisschen Platz. Ja, sieht gut aus. Ist auf jeden Fall sehr anstrengend hier. So, da vorne ist dann auch die nächste Haltestelle und die letzte für dieses Video zumindest. So, jetzt hat unser Bus gerade Probleme hier den Berg hoch. Ich bin Vollgas am Beschleunigen und er kann sich nicht für einen Gang entscheiden. Deshalb kriechen wir jetzt gerade mit 50. Aber hier wird es jetzt eh noch mal ein bisschen enger. Hier darf man einmal vor. So. Dann lassen wir hier einmal noch alle Fahrgäste einsteigen. Schauen wir uns das mal von außen an. Und sobald alle eingestiegen sind, würde ich sagen, verlassen wir dann einmal dieses Video. Und ich würde sagen, die Weiterfahrt hier bis nach Costa Calma, die zeige ich euch nächstes Wochenende bei der nächsten Ausgabe von Sandesim. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.